Ah, da hat Becker auch schon aufgehört. Sehr schön. So, und jetzt alle, die möchten, können gerne Remini zum Beispiel anschreiben. Ich schreibe es dir jetzt auch noch mal kurz an wegen Shadow. Moment. So. Ja, sorry, Shadowlucker. Ups. Naja, mal klargestellt. Ja, ist alles gut. Es geht alles klar, denke ich mir mal. Wie gesagt, kannst du da nochmal anschreiben, sobald du da bist dann und ja. Ich denke mal, das wird alles kein Thema sein. Sehr schön. War da unten auch noch irgendwo was? Werkzeugkiste, genau. Da müssen wir noch eine Werkzeugkiste holen. Und da sind auch noch ein paar Sachen. Okay, da müssen wir auf jeden Fall nochmal runter. Dann. Erstmal machen wir zumindest die hier fertig. Mit der schmutzigen Arbeit, die Quest. Genau, die ist schon mal durch. Dann gäbe es hier unten noch das Rhinoceros oder was das war. Wenn es denn wiederkommt, ich weiß es nicht. Ansonsten fliegen wir erstmal die andere Quest ab. Ich mach die mal auf, wegen den Zwergen. Die könnt ihr der Ritter schon mal haben, gerne. Ach ja, ich bin ja auf dem Magier. Ich darf die jetzt nur nicht einlösen. Aber zumindest sind die schon mal im Gepäck. So, das kann weg. Das kann weg. Die behalte ich. Die mache ich auf und spende ich der Gilde. Hä? Moment. So. So. Alter, die machen aber Geräusche. Die Skaldok. Wer bist du denn hier hinten? Gibst du auch eine Quest? Wer bist du denn? Meisterschatzsucher. Okay. Hä? Wo geht es denn hier in der Höhle? Ach, ich mach das mal mit dem Reitvieh. Das geht, glaube ich, schneller. Nö, nirgendwo. Okay. Ah, hier haben wir die Kiste mit der Puppe.
Irgendwo hier auf dem Berg müssen wir, glaube ich, auch die Kiste mit den Werkzeugen, glaube ich, gleich haben. Ach, du blöder Krebs. Geh weg. Kann ich nicht gebrauchen. Ich habe keinen Bock, gegen die zu kämpfen, auch wenn ich Gewitter habe. Die Frage ist nur, wo ist die Werkzeugkiste? Hier auf der Halbinsel oder hier oben auf der Insel? Warte mal, müssen wir mal nachgucken. Blutdürstige Rune, die müssen wir auch noch holen. Die ist da oben weiter. Die Werkzeugkiste ist hier unten. Ja. Kriegen wir hin, würde ich sagen. Oh, die Skarlok, die sind leicht besiegt. Also da braucht man keine mehr wirklich von. Zumindest haben wir jetzt das Blut. Jetzt brauchen wir noch die Schuppen. Die Molche. Okay. Dann reiten wir mal nach da hinten. Und holen mal die blutdürstige Rune. Das Praktische ist, dass ich so ein Vieh habe, was über Wasser schweben kann. Sonst müsste man ja die ganze Zeit schwimmen. Was relativ nervig ist. Okay. Dann bräuchten wir jetzt noch ein paar Skarlok-Schuppen, drei Stück, und einmal die Werkzeugkiste. Das sollte ja jetzt hier in dem Sinne kein Problem darstellen. Die Werkzeugkiste dürfte hier vorne irgendwo sein und Skarlok, die tauchen auch gerade wieder auf. Also alles relativ easy. Warte mal. Da, Werkzeugkiste. Ich habe sie gefunden. Die ist nicht auf der Halbinsel da vorne gewesen. Kann auch sein, dass es mehrere gibt. Oh, das ist Skarlok. Der letzte. Hoffe ich mal. Jawohl. Das ist dann auch soweit durch. Dann wäre der nächste Punkt hier Fleisch von Sturmnashornmännchen. Da brauche ich noch drei Stück von. Aber die gibt es auch hier oben. Also wenn wir hier unten keine mehr finden, können wir da oben dann welche uns holen. Oh, hier gibt es ja nur einen unten, deswegen fliegen wir mal eben nach oben. Die hatten wir fertig, genau. Ja, so langsam. Wie sieht eigentlich der Bogen aus? Habe ich vorhin gar nicht nachgeguckt. Naja, als Skin weiß ich nicht. Wenn jemand den Skin gefällt oder so, geht das ja, ne? Aber ich muss den jetzt nicht als Skin haben. Ich habe da noch einen anderen Bogenskin, der ein bisschen besser aussieht, wenn ich mal einen Bogen haben sollte. Aber das kann wahrscheinlich auch noch ein bisschen dauern, weil ich noch kein Kundi habe. So, die Nashörner sind auch erledigt. Mensch, geht das schnell. Komisch, ne? Rhinozerosblut bräuchten wir jetzt noch. Und Rhinozeroshörner. Und sammelt verwendbare Falkenfedern. Die müssen wir auch noch. Bist du Falkenfeder? Nee, ne? Nö. Ah, da oben sind Falken, die wir kaputt machen können. Wie genau kann man den die Skins mit einem Gegenstand verbinden? Ja, das wäre jetzt eigentlich super, wenn ich so ein Teil hätte.
damit ich euch das am besten zeigen kann. Aber ich erkläre es mal so gut, wie ich kann. Es gibt Standard-Aggregatoren und fortgeschrittene Aggregatoren. Die Standard-Aggregatoren, warte mal, da gucken wir mal kurz nach. Jetzt ist die Frage, wo wir die finden. Ich erkläre erstmal weiter, ich suche die mal in der Zeit. Die Standard-Aggregatoren, damit kann man halt zum Beispiel ein Einhandschwert auf ein Einhandschwert machen, vom Aussehen her. Die fortgeschrittenen Aggregatoren sind so, dass man zum Beispiel ein Zweihandschwert auf ein Einhandschwert-Skin machen kann. Das heißt, man hat dann, obwohl man ein Einhandschwert benutzt, ein Zweihandschwert als Aussehen. Im Prinzip funktionieren beide so, man hat links oder rechts, das weiß ich jetzt nicht ganz genau, einmal das Feld Stats und einmal das Feld Aussehen. Und da muss man entscheiden, was man mit den Stats haben möchte und was man als Aussehen haben möchte. Und da braucht man halt natürlich zwei Gegenstände. Ich muss nur kurz gucken, wo es gerade ist. Ich glaube, den Standard-Aggregator, den kriegt man, glaube ich, auch bei dem Firios-Markenshop. Ich bin mir da aber nicht hundertprozentig sicher. Da. Einmal hier den Standard-Aggregatoren, ne? Und den fortgeschrittenen. Je nachdem, was du machen möchtest dann. Ich hoffe, dir ist das so von der Erklärung her. Ob das gut war, weiß ich nicht. Wie gesagt, also manchmal denke ich mir, mein eigener Kopf hört sich das gut erklärt an, aber das muss ja nichts heißen. Aber ich gehe mal davon aus. Wie gesagt, die kannst du leider, ich könnte es, also ich würde es gerne dir praktisch zeigen. Nur kann es nicht. Weil ich habe gerade keinen. Oder? Nee, habe ich nicht. Sonst hätte ich es dir gezeigt. Oh, die Quest haben wir auch. Jetzt brauchen wir noch die Rhinoceros-Hörner. Ich glaube, das Blut von denen. Genau. Dann haben wir noch zwei Quests fertig. Müssen wir jeden mal weiter gucken dann. Ja. Wo haben wir denn hier noch ein paar Rhinoceros rumrennen? Ich wollte gerade die Mehrzahl sagen. Nashörner. Wo haben wir die rumrennen? Oh, damit haben wir die auch fertig. Wunderbar. Dann besiegt kriegerische Reliquienschützer und Reliquienwachen. Die können wir auch machen. Die sind dort hinten irgendwo zu finden. Ah, hier sind sie. Oh, das geht ja auch relativ schnell. Und wie schnell das geht, lol. Ah, Gewitter for the Win, ne? Den geht wirklich alles schnell. Sofern man die Leute oder die Viecher one-hittet. Sagt nicht, diese Maschinenviecher produzieren sowas. Als ob. Aber ich muss sagen, Liebe zum Detail.